Hallo liebe Leute, folgend geht es um einen spektakulären Auftritt von Stefan Möller beim Morgenmagazin. Stefan Möller ist neben Björn Höcke der Landesvorsitzende von Thüringen. Wir machen mehr und wir sind vor allem auch außerhalb der Wahlen da. Und das merken die Leute auch. Stefan Möller ist Landessprecher der AfD in Thüringen, gemeinsam mit Spitzenkandidat Björn Höcke. Beide am Rechtsaußenrand der Partei, die laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem gilt. 1975 wird Möller in Thüringen geboren. Im Jahr der Parteigründung 2013 tritt der Jurist in die AfD ein. Ein Jahr später zieht er in den Landtag ein. Immer im Schatten der Thüringer Nummer 1, Björn Höcke. Weil er eben Dinge ausspricht, die sich andere nicht mehr auszusprechen trauen. Auch verbotene NS-Parolen. Zweimal wurde Höcke dieses Jahr dafür verurteilt. Die Revisionen laufen. Der autoritäre Führungsstil des Duos sorgt innerhalb der Partei für Kritik. Die AfD will unter anderem, dass die Thüringerinnen mehr Kinder bekommen und so den Fachkräftemangel beheben, eine große Abschiebeinitiative und keine weiteren Windräder bauen. Ihr Wahlziel? Mehr als ein Drittel der Stimmen. So könnte die AfD aus der Opposition heraus wichtige Entscheidungen blockieren. Und damit begrüße ich Stefan Möller von der AfD. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Möller, letztens war der AfD-Bundesvorsitzende Chrupalla hier im Wahlkampf und hat gesagt, die SPD sei geeignet fürs Schafott. Er suggeriert also, man solle die SPD hinrichten. Wie finden Sie eine solche Wortwahl? Also zum einen ist es eine Situation gewesen in der großen Rede, ja, da kann einem auch mal ein Fehlgriff bei einem Wort passieren. Zum anderen ist es in dem Fall auch als Metapher gemeint gewesen. Er meinte natürlich das Richten durch die Wähler. Ja? Und also insofern ist es eine übertragene Geschichte gewesen. Solche Metaphern müssen auch wir ertragen. Und ich denke, die gehören zum Diskurs dazu. Sie sind nicht immer gelungen, aber das ist nun mal das politische Geschehen. Schauen wir auf Ihr Wahlprogramm. Dem Programm haben Sie ein Gedicht des Dichters Franz Langheinrich vorangestellt. Er ist damit so etwas wie der Pate Ihres Wahlprogramms. Naja. Langheinrich ist nicht so bekannt, aber er war ein glühender Nationalsozialist. Er war Mitglied der Deutschen Kunstgesellschaft, die sich für reinrassige Kunst einsetzte und hat Lobeshymnen auf Hitler geschrieben. Was wollen Sie uns damit sagen? Na, jedenfalls nicht das. Naja, Sie, aber es steht in Ihrem Wahlprogramm. Nee, Sie schwingen, nicht. Also bevor Sie zu den Inhalten kommen, schwingen Sie quasi die Nazi-Keule? Nein, natürlich nicht. Sie hätten sich ja auch für einen anderen Dichter entscheiden können. Nein, die Nazi-Keule schwingen ja gerade Sie. Wir haben einfach nur ein wunderschönes Gedicht dort reingebracht. Und wer das liest, dem ist sofort klar, das ist ein romantisches, schönes Gedicht, was einfach sehr gut zu Thüringen und dem Thüringer Wahlprogramm passt. Und wenn Sie sich mal den Wikipedia-Eintrag von Langheinrich anschauen, ja, mal abgesehen davon, dass den Mensch keiner kannte, auch bei uns kannte den keiner, ja, ist dort vor allem vermerkt, dass er also im Bereich des Jugendstils aktiv war. Das Gedicht ist 1912 geschrieben worden, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Da gab es noch gar keine Nazis. Und wenn Sie diese Maßstäbe anlegen, ja, beispielsweise auch an entsprechende Dichter der SPD, wenn wir schreiten Seite an Seite, gucken Sie mal, was der Mann in den 30er Jahren gemacht also ich hat. Glaube, das da kommen Sie genau beim selben nein, Problem raus. Da können Sie gar keinen mehr zitieren. Das aber ist das Ganze genau ist das Problem. Ja, aber das Ganze, Sie können doch die Leute nicht für dumm verkaufen. Das Ganze geschieht doch in einem Kontext. Höcke nutzt immer wieder Nazi-Vokabular. Höcke wurde für den SA-Spruch Alles für Deutschland zweimal verurteilt. Ihr Wahlprogramm in Thüringen heißt Alles für Thüringen. Und Sie stellen das ein harmloses Gedicht, in der Tat aber eines strammen Nazis voran in Ihrem Wahlprogramm. 1912. Das hat doch eine politische Botschaft. Das hat überhaupt keine politische Botschaft. Den Kontext stellen ja Sie her. Ja. Das ist ja unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass es sowohl einen Subtext als auch einen Kontext gibt. Ja, ich bin ja auch nicht dagegen, dass Sie jetzt irgendwelche abstrusen Interpretationen versuchen. Ja? Aber wenn Sie sich unser Wahlprogramm mal unbefangen anschauen, finden Sie da wirklich null Bezug zur Nazi-Zeit. Ja, Sie finden das auch nicht in irgendwelchen Nebensätzen, in der Überschrift. Es wird letztlich alles herbeigeredet. Ja? Wenn Sie mir auch nur einen Anknüpfungspunkt nennen in diesem Wahlprogramm, der Bezug zur Nazizeit hat, dann können wir gerne drüber reden. Aber Sie werden mir keinen nennen können. Das ist Ihr Problem. Nein, nein, ich habe ja nur gesagt, dass Sie das Gedicht eines strammen, eines glühenden Verehrers von Hitlers voranstellen. Ich würde das gerne mal so stehen lassen. Kann sich ja jeder selbst ein Bild machen. Aber ich würde mal sagen, dass damit eine politische Botschaft verbunden ist.
Sie wollen über die Themen sprechen, können wir gerne machen. Thema Zuwanderung ist eines der wichtigsten Themen für viele Menschen hier in Thüringen. Die AfD fordert immer härtere Maßnahmen. Die Bürger, das zeigen auch unsere Fragen im Politbarometer, trauen der AfD bei diesem Thema am meisten zu. Aber sie scheitern offenbar an der Realität. Die Bilanz ihres einzigen AfD-Landrats in Sonneberg ist nicht gut. Als einer der letzten Landkreise hat er die Bezahlkarte eingeführt und nur 9 Geflüchtete wurden dort zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet. Im Nachbarlandkreis von der CDU sind es 100. Warum klappt das dann nicht mit dem AfD-Landrat? Es klappt dort sehr gut mit dem AfD-Landrat. Aber bei der CDU klappt es offenbar besser, wie wir gesehen Nein, haben. Nein, das ist auch eine Frage der Darstellung. Ne? Wenn Sie sich zum Beispiel mal die Abschiebezahlen angucken im Landkreis Sonneberg, die sind, wenn man es mal so nimmt, explodiert. Ja? Unser Kollege kümmert sich vor Ort eben um die wichtigen Themen. Es geht den Leuten, die die AfD wählen, nicht darum, dass man Asylbewerber, insbesondere auch Geduldete, in Arbeit bringt. Es geht darum, dass wir die Leute abschieben und genau das tut der Mann. Das Fachkräfteproblem will auch die AfD lösen auf ihre ganz eigene Weise. Wir haben es gerade eben schon gesehen, sie wollen ein Kinderbegrüßungsgeld in Höhe von 10.000 Euro einführen, damit es mehr Kinder in Deutschland gibt und damit, wenn man das zu Ende denkt, gibt es in 20 Jahren mehr Fachkräfte. Das löst den Fachkräftemangel aber nicht jetzt, sondern erst in 20 Jahren. Da haben Sie recht. Und was machen Sie bis dahin? Na, da braucht es ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Ne? Unser Schwerpunkt liegt natürlich auf der Aktivierung der eigenen Reserven. Wir haben hier in Thüringen jedes Jahr zwischen 1.000 und 1.500 Schulabgänger in den letzten Jahren gehabt, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Wir haben sehr viele Jugendarbeitslose, die noch gar keine Berufsausbildung ergriffen haben. Und es geht uns darum, diese Menschen nachzuqualifizieren. Das sind Leute, da brauchen sie keinen Sprachkurs. Ja, da brauchen Sie einfach nur noch mal Mathe, Physik. Wenn ich kurz einhaken darf, das wird ja alles nicht reichen. Ja, 250.000 Fachkräfte fehlen bis 2035, sagt eine Studie im Auftrag des thüringischen Wirtschaftsministeriums. Das heißt, Sie kommen doch gar nicht drum herum, Fachkräfte auch im Ausland anzuwerben. Das wird tatsächlich in einigen Bereichen so sein. Und wenn Sie sich unser Programm zum Beispiel auch angucken und auch die Aussagen von uns anschauen, dann sagen wir das ja auch. Es wird kurzfristig ohne Fachkräftezuwanderung nicht geben. Und es ist halt einfach ein Märchen zu sagen, die AfD wäre gegen jede Zuwanderung. Es muss halt tatsächlich Fachkräftezuwanderung sein. Ne? Das ist halt die Bedingung, die wir stellen. Und die letzten 15 Jahre sind ca. 10 Millionen Menschen nach Deutschland gekommen, also ausländische Menschen nach Deutschland gekommen. Es zeigt halt, dass das Narrativ, was bisher immer gebracht worden ist, dass das die Fachkräfte von morgen sind, offensichtlich falsch war. Weil der Fachkräftemangel ist trotz dieser Riesenmenge an Migration nicht beseitigt worden, sondern er ist so groß wie nie. Der Co-Vorsitzende der AfD in Thüringen heute Morgen im Interview. Vielen Dank, Stefan Möller. Dankeschön. Was war auffällig? Im Morgenmagazin wurden gefühlt 1.000 Beispiele gebracht, weswegen doch die AfD unwählbar ist, ganz sicher rechtsextrem ist. Und was ist das Problem dabei? Was ist das Heimtückische dabei? Wenn jetzt Leute, die die AfD kennen, etwas näher kennen, also beispielsweise jetzt die Leute, die YouTube gucken, die mal AfD-Reden sehen, die ja, sich ein bisschen mehr damit beschäftigen, die wissen sofort, das ist unverhältnismäßig. Das Problem ist aber, die Leute, die von mir aus den ganzen Tag arbeiten, Familie haben und nur mal die Tagesschau gucken, die denken, also die haben das Gefühl, das alles, was jetzt gebracht wird, das ist stellvertretend für alles. Also ein gutes Beispiel ist ein blaues Bild, das am roten Bild gemacht wird. Und wie macht man das? Man hat jetzt ein blaues Bild und dann entweder gibt es einen roten Punkt oder man erzeugt einen roten Punkt. Und auf diesen roten Punkt, oder vielleicht sind es mehrere kleine rote Punkte, fokussiert man drauf, hält die Kamera drauf, also man zeigt diesen Ausschnitt und die ganzen anderen Ausschnitte lässt man weg. Also diese riesige blaue Fläche, von der wird nichts gezeigt, davon bleibt nichts übrig und übrig bleibt nur das Rote. Und genau das ist das, was die großen Medien inklusive der Öffentlich-Rechtlichen machen. Und was kann jetzt Stefan Möller dagegen tun oder was kann die AfD dagegen tun? Zunächst kann man natürlich versuchen, möglichst wenig rote Punkte zu erzeugen. Und auffällig ist, dass diese roten Punkte, es sind meistens unscharfe Formulierungen, inhaltlich ohne jede Bedeutung. Also nehmen wir jetzt beispielsweise diese Schafott-Äußerung von Kupala. Das hat er in der Rede irgendwie gesagt. Wie die SPD als Kanzlerpartei
unsere Rentner so behandelt, hat vom Respekt nichts zu sagen und hat auch keine Ahnung. Und deshalb ist auch diese SPD endgültig für den Schafott geeignet. Die brauchen diese SPD nicht mehr in diesem Land. Auch hier heißt es unter die 5%-Hürde, liebe Thüringer. Und er hat wahrscheinlich freigesprochen, natürlich hat er freigesprochen. Und da ist ihm das, da hat er diese unglückliche Formulierung, ist ihm rausgerutscht. Aber es war vollkommen unnötig. Es hat inhaltlich, vor allem inhaltlich, wurde damit überhaupt nichts erreicht. Also die SPD, niemand wurde damit inhaltlich angegriffen. Und genau das Gleiche ist jetzt mit dem Gedicht vor dem Parteiprogramm. Hier ist das Problem, aus meiner Sicht, sollte man versuchen, rote Punkte zu vermeiden. Und es ist natürlich, eigentlich ist es klar, dass wenn irgendwie ein Bezug zum Nationalsozialismus hergestellt werden kann, die großen Mieten stellen ihn her. Das heißt, wenn man jetzt dieses Gedicht verwendet, auch wenn es von 1913 ist, der Bezug, wenn dieser Mensch Nationalsozialist am Ende war, dann wird der Bezug hergestellt. Und deswegen, also ich würde dann, aber natürlich kann man sagen, es ist ein schönes Gedicht, es ist Thüringen und die Heimat und alles gut und schön. Aber natürlich kann man darauf verzichten. Das ist jetzt der einfache Weg, natürlich, dass man auf diese ganzen Beispiele verzichtet. Man kann aber natürlich eine Falle bauen. Also man kann solche Sachen machen und dann lockt man sozusagen die Öffentlich-Rechtlichen, die großen Medien, darauf einzuschlagen. Und das kann man dann, das benutzt man als Ausgangspunkt, um aufzuzeigen, dass es unverhältnismäßig ist. Das Problem ist aber, das muss man dann auch tatsächlich machen. Da muss man sich mehr trauen. Und das wurde jetzt hier nicht gemacht. Und das Problem ist, wenn jetzt die Leute das sehen, wenn die Leute dieses Morgenmagazin sehen, sie hören diese Beispiele, es geht ins Gehirn. Und aus meiner Sicht, Stefan Möller hat gut reagiert, hat seinen Frame klar dagegen gestellt. Er hat erklärt, das ist also eine Interpretation des Moderators, eine unsinnige Moderation. Es stimmt alles nicht. Aber das Problem ist am Ende, dass die Leute sich denken, ja, warum sollen die großen Medien denn lügen? Welches Motiv haben sie denn? Und dann bleibt als Motiv normalerweise in den letzten Jahren übrig, die sind eben links-grün verblendet. Die sind irgendwie ein bisschen doof. Und deswegen machen die das alle. Die sind halt, es werden halt linksgrüne Ideologen, werden nur Journalisten und deswegen berichten die halt so komisch. Das Problem ist jetzt aber, wenn Zeitungen wie NZZ oder Frankfurter Allgemeine, die als konservativ gelten, wenn sie voll mit einstimmen, dann werden mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr viele CDU und FDP-Wähler getäuscht. Sie denken, ja, es stimmt dann schon. Es wird dann schon irgendwas dran sein. Also natürlich, Stefan Möller kann das glaubwürdig teilweise widerlegen, aber es bleibt dann irgendwie so ein Restverdacht. Ja gut, das Gedicht, warum mussten sie es denn vorne dran setzen? Warum hat Tino Kupala das gesagt? Es einfach, diese Informationen gehen ins Gehirn und bleiben dort. Und was hätte jetzt Stefan Möller machen können? Aus meiner Sicht, eine Möglichkeit wäre gewesen, es wie Jörg Urban zu machen und auf die Frage überhaupt nicht zu antworten, sondern zu antworten, ja, ich finde auch die Bildung und die Energie sind ganz wichtige Themen. Die AfD ist für die Energie. Also so, als hätte der Moderator die Frage gar nicht gestellt. Und dann würde der Moderator sagen, ja nee, ich möchte jetzt doch über den Rechtsextremismus reden. Das ist ganz wichtig. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und dann sagt Stefan Möller, nein, das ist nicht wichtig. Sie machen es wichtig. Das ist irrelevant. Wir sind nicht rechtsextrem. Diese Themenlenkung gehe ich nicht mit. Wir sind keine rechtsextreme Partei. Und ich habe auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ja, aber hier Beispiel XYZ. Dann kann Stefan Möller antworten, er ist unverhältnismäßig. Das ist schon mal eine Möglichkeit. Aber trotzdem, das Problem bleibt dann, die großen Medien bauen diesen Frame auf und das Gefährliche ist, oder das, weshalb das nicht reicht ist, wenn es alle sagen, alle Teile der Gesellschaft, gefühlt alle Teile der Gesellschaft, dann braucht der Zuschauer natürlich inhaltliche Argumente, aber er braucht vor allen Dingen ein Motiv. Warum machen die das? Warum sagen alle großen Medien, die AfD ist rechtsextrem? Und es bleibt nichts anderes übrig, dass die AfD dem Zuschauer live darlegt, dass die großen Medien ein Informationskartell bilden und vorsätzlich täuschen und auch direkt lügen. Dass sie vorsätzlich täuschen, das Entscheidende ist, dass die AfD den Leuten nahelegt, auf das, was die großen Medien an Informationen euch bieten. Ihr könnt daraus kein Urteil fällen. Ihr könnt daraus keine Schlussfolgerung ziehen. Ihr werdet aufs Kreuz gelegt. Und als Beispiel, und er kann konkrete Beispiele anführen. Das Problem ist, warum gibt es solche Beispiele überhaupt? Öfters machen die großen Medien Fehler. Sie machen etwas unbedacht, bedenken die Konsequenz nicht
Und dann sind sie eigentlich greifbar. Also ein Beispiel ist ein Interview aus Mariupol. Da hat der Spiegel einen Bericht gemacht und hat behauptet, hat eine Zivilistin ein Interview gegeben, hat erklärt, die Ukrainer, das Azov-Bataillon, sie wäre von diesen Leuten in Mariupol festgehalten worden. Der Spiegel hat dann daraus gemacht, die Russen hätten sie festgehalten und hat daraus einen Propagandabeitrag gemacht, also der um 180 Grad gelogen ist. Und warum hat der Spiegel das gemacht? Der hat gedacht, ja gut, das ist russisch, ukrainisch, das versteht niemand. Das können wir umdrehen, den O-Ton versteht sowieso keiner. Wir machen dann was anderes draus. Wir müssen ja die Bevölkerung hier mit Propaganda versorgen. Wir müssen ja hier zeigen, die Russen sind böse, da muss Waffen an die Ukraine geliefert werden. Es kam jetzt dann aber, der Originalton wurde übersetzt und es wurde gegeneinander gelegt. Also es wurde dieser Spiegelartikel, wurde von Thomas Röper und auch glaube von anderen, wurde gegeneinander gelegt. Und dann wurde eben aufgezeigt, dass es eine Lüge ist, dass das diese Zivilistin eindeutig gesagt hat, die Ukrainer war es und sie möchte damit auch nichts mehr zu tun haben. Mit dieser ukrainischen Regierung, mit diesem ukrainischen Staat. Jetzt könnte man sagen, okay, ja, der Spiegel hat einen Fehler gemacht, Übersetzungsfehler, tragisch passiert. Was soll man da jetzt draus ablesen? Wie soll man jetzt damit gegen die großen Medien insgesamt argumentieren? Aber das Entscheidende ist, also ich habe dann auch ein Video darüber gemacht, ich verlinke es mal oben, und tatsächlich nach 5 Tagen hat der Spiegel diesen Videobeitrag runtergenommen. Also ihr könnt euch das Video angucken, das ist auch dieser Videobeitrag vom Spiegel. Und Fakt ist, der Spiegel hat um 180 Grad gelogen, es wurde runtergenommen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Die großen Medien haben es nicht aufgegriffen. Es wurde darüber nichts berichtet. Bei Relotius gab es einen scheinbar riesigen Skandal. Da wurde ja ganz viel berichtet. Aber darüber, dass ein großes Medium eine Zeugenaussage um 180 Grad verdreht, darüber wurde nicht berichtet, darüber wurde geschwiegen. Und hier hat man den Beweis, dass die großen Medien ein Informationskartell bilden, dass sie gemeinschaftlich lügen, dass sie vorsätzlich gemeinschaftlich die Bevölkerung täuschen, und zwar alle großen Medien. Diesen Beweis kann Stefan Möller darlegen. Oder er kann auch erstmal diesen Frame aufbauen. Er erklärt, sie, die großen Medien, bilden ein Informationskartell und täuschen die Bevölkerung gemeinschaftlich über die AfD. Und diese Beispiele, die sie bringen, das ist unverhältnismäßig, das sind ein paar Staubkörner aus einem riesen Meer rausgepickt, in dem sie einen gewissen Eindruck erzeugen. Und dann sagt der Moderator, nein, das stimmt ja gar nicht, wir sind hier die Öffentlich-Rechtlichen, wir erfüllen unseren Auftrag, wir sind seriös, sie sind einfach rechtsextrem, wollen es nicht zugeben. Und dann lenkt man die Aufmerksamkeit auf die großen Medien. Nein, sie bilden ein Informationskartell, sie täuschen die Bevölkerung. Auf das, was sie berichten, kann man sich keine Meinung aufbauen. Daraus, man wird übers Knie gelegt. Sie täuschen, ihre Arbeit ist wertlos. Und im Gegenteil, schädlich für das Allgemeinwohl in Deutschland. Sie arbeiten für eine fremde Macht. Und man kann auch belegen, anhand der Berichterstattung über die Ukraine, mit Nord Stream, über Butscha. Butscha war eine Inszenierung. Das geht aus den Abläufen klar hervor. Es gibt auch bis heute keine Todesliste. Und noch ein Söldner, der vor Gericht steht in der Slowakei, hat erklärt, dass sie selbst ein Massaker unter Russen angerichtet haben. Und dass sie die ganzen Sachen geklaut haben und so weiter. Und das geht auch aus den Vorgängen, die klar dokumentiert sind, wo es auch Videomaterial gibt. Das geht daraus ganz klar hervor. Das heißt, hier kann man Stefan Möller, und das traut sich in der AfD keiner, er kann sagen, Butscha war eine Inszenierung, sie täuschen gemeinschaftlich über Butscha. Und sie täuschen auch gemeinschaftlich über Nord Stream. Indem sie der Bevölkerung eine Story präsentieren, nahelegen, dass es möglich ist, mit einer Segeljacht solche Bomben zu platzieren, die viel zu schwer sind, die 500 Kilogramm wiegen, die man auf einem Segelboot überhaupt nicht platzieren kann. Also diese Geschichte ist vollkommen unglaubwürdig. Sie stellen keine kritischen Fragen an die Regierung, die die Information verweigert, und sie versorgen die Bevölkerung mit irgendwelcher Desinformation. Nord Stream ist für das Allgemeinwohl in Deutschland essentiell. Sie täuschen die Bevölkerung über die Vorgänge um Nord Stream. Das heißt, sie unterstehen einer ausländischen Macht. Und das ist das Motiv, weil die AfD nicht vollumfänglich US-Geostrategie bedient. Deswegen drangsalieren sie die AfD und deswegen versuchen sie, die AfD zu vernichten. Und das kann er live vor allen Leuten sagen. Das Entscheidende ist, im Gegensatz zu dem Chrupalla-Beispiel mit dem Schafott oder mit diesem Gedicht, das ist nicht angreifbar. Weil man sagt natürlich nur das, was man belegen kann. Und das Entscheidende ist aber hier, dass man sich informieren muss.
Aber die Informationen, sie sind überall, sie sind da. Die großen Medien bringen sie nur nicht. Das heißt, auch viele in der AfD haben nicht verstanden, die großen Medien sind keine Informationsgrundlage. Die Informationen sind da, weil sie sind nicht bei den großen Medien auffindbar, die wichtigen Informationen. Aber sie sind da und sie sind auch eine feste Grundlage, weil es Originalmaterial ist. Also man hat Beweise. Die Beweise, die liegen überall rum. Die guten Argumente in Form von Beweisen, von Originalmaterial. Es liegt überall herum, nur die großen Medien, da wird man es natürlich nicht lesen. Die werden einen damit nicht versorgen. Sondern da sollte man beispielsweise den Antispiegel lesen. Oder auf 1 oder Kompakt oder Nachdenkseiten. Es gibt ja ganz viele gute Medien. Ihr könnt ja noch reinschreiben, was ihr alles für gute Medien kennt, die viele wichtige Informationen aufbereiten. Was war sonst noch auffällig? Landessprecher der AfD in Thüringen, gemeinsam mit Spitzenkandidat Björn Höcke. Beide am Rechtsaußenrand der Partei, die laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem gilt. Die Formulierung am Anfang, Rechtsaußenrandpartei. Also bei der Partei der Rechtsaußenrand. Mitte suggeriert immer Normalität, Rand suggeriert immer, man ist komisch, man ist nicht richtig. Das hätte Stefan Möller auch aufgreifen können, diesen Bericht, und hätte sagen können, diese Randformulierung, es ist stigmatisierend. Wir sind richtig, Sie sind falsch. Was Sie hier suggerieren mit diesem Begriff Rechtsaußenrand. Weiter kann er den Medien anzählen, dass alles für Deutschland eine NS-Parole ist. Aus meiner Sicht ist aber der Begriff oder ist dieser Ausspruch alles für Deutschland. Es haben viele verwendet vor den Nazis oder aus anderen Parteien. Aber aus meiner Sicht, ich würde diesen Ausspruch nicht verwenden. Und warum nicht? Weil alles für Deutschland ist ein bisschen viel. Es ist zu viel. Alles für Deutschland. Vor allem, was ist Deutschland? Deutschland ist auch Karl Lauterbach, Anton Hofreiter. Was habe ich mit diesen Leuten zu tun? Und auch die ganzen Leute, die finden, dass Karl Lauterbach ein super Politiker ist, Ende 2022, wo jeder gemerkt haben muss, dass Karl Lauterbach ein Lügner ist. Und ich finde es ekelhaft, Lügner gut zu finden. Also ich habe mit diesen ganzen Leuten, die Lauterbach gut finden, möchte ich nichts zu tun haben. Also alles auch für diese Leute, das ist vollkommen, aus meiner Sicht, es ist hirnrissig. Also es ist so eine Idealvorstellung, schön, man möchte loyal sein, man möchte für irgendwas einstehen, aber für was denn? Was ist Deutschland? Das sind auch diese ganzen Leute. Es ist ja gut, wenn man für eine Gemeinschaft, man was für eine Gemeinschaft tut, man nicht nur egoistisch ist und man auch was gemeinschaftlich machen will, aber ich finde, das ist dann in einem kleineren Rahmen angemessen und nicht in so einem großen Rahmen. Ich denke, Björn Höcke oder viele im Osten, ich bin im Westen aufgewachsen mit vielen Migranten und ich habe sehr viele Migranten als Freunde. Und ich habe mit vielen dieser Leute viel mehr gemeinsam als mit diesen ganzen Leuten, die Karl Lauterbach gut finden. Und wahrscheinlich werden viele Ostdeutsche, wenn sie auch diese Leute kennen würden. Also natürlich, ich kenne auch nicht alle Migranten. Ich weiß nicht, wie die im Durchschnitt sind. Das weiß niemand. Ich denke, viele aus dem Osten, die können sich das gar nicht vorstellen, wie die Leute sind. Und die haben eine Fehlvorstellung. Die haben halt diese Vorstellung von den Islamisten, von diesen, oder auch von es gibt natürlich primitive Leute. Aber man kann eben nicht verallgemeinern. Und es gibt Leute, die sind primitiv und es gibt Leute, die sind gerade, sag ich mal. Und damit einher geht auch das Thema Abschieben. Aus meiner Sicht ist das ein Thema, das man wirklich vor sich anfassen muss. Und beispielsweise, ich finde, Robert Lambrou beispielsweise hat in Interviews die richtige Wortwahl dafür getroffen. Dass man es halt sein muss, dass nicht jeder kommen kann. Und dass es sein muss, aber dass es nichts ist, was man eigentlich schön findet. Ich finde, das gehört dazu. Das muss man auch so sagen. Und auch mit der gemeinnützigen Arbeit. Ich finde es eigentlich schon eine gute Sache, wenn man das mit der gemeinnützigen Arbeit vorantreibt. Und aus meiner Sicht das Entscheidende ist ja, das hätte Stefan Möller auch sagen können, das Entscheidende ist ja der gute Wille. Und natürlich jetzt im Moment, die CDU und die anderen Parteien, sie versuchen jetzt Probleme zu lösen. Aber das Entscheidende ist, dass die anderen Parteien, die CDU, sie läuft immer den Narrativen der großen Medien hinterher. Und hier kann man auch darauf verweisen, wie mit Leuten umgegangen wurde vor einigen Jahren, die unkontrollierte Massenmigration kritisiert haben. Das heißt, die CDU hängt ihre Fahne in den Wind, jetzt probiert sie es vielleicht gut zu machen und hat vielleicht auch Erfolge. Vielleicht klappt es woanders sogar besser als jetzt unter Sesselmann. Mag sein, das kann alles zustehen. Aber das Entscheidende ist, dass die AfD den Willen hat, die Probleme zu lösen, unabhängig davon, was jetzt gerade das angesagte Narrativ ist, das die großen Medien verbreiten. Sondern dass die AfD es generell gut meint mit Deutschland. Und nicht, dass man eigentlich nur die eigene Karriere vorantreibt und irgendwelchen Narrativen hinterherrennt. Sondern dass man sich auch gegen den Wind stellt und die gleichen Dinge man noch vor ein paar Jahren vertreten hat. Und dann kann man sagen, herzlichen Glückwunsch an den CDU-Mann, dem es jetzt so gut gelungen ist.
Wir werden dann auch gucken, der Robert Sesselmann hat ja, glaube ich, auch einen CDU-Mann, der dafür verantwortlich sein soll, hat er dann ausgetauscht. Wir werden dann schauen, dass es jetzt bei uns auch besser klappt. Ist ja toll, wenn es jetzt bei der CDU klappt. Wir schauen dann, dass es bei uns auch klappt. Nur der Unterschied von uns zur CDU ist, dass wir es grundsätzlich gut meinen und wir immer das Beste versuchen und nicht nur dann, wenn uns jemand in den Hintern tritt oder jemand uns anhält, das zu tun. Sondern wir tun es aus Idealismus und das können wir beweisen. Das ist dadurch beweisbar, dass wir dafür eingestanden sind, als jeder dafür fertig gemacht wurde. Sehr gut von Stefan Möller war, oder was auch wichtig ist, dass man die Dinge ins Verhältnis setzt. Also beispielsweise mit dem Gedicht hat er dann das ins Verhältnis gesetzt mit der SPD Seite an Seite. Und das ist ganz entscheidend, dass man diese Medien, das Entscheidende ist ja, dass die AfD anders behandelt wird als die anderen. Das heißt, man braucht immer solche Beispiele, womit man aufzeigen kann, dass die Medien eine Agenda verfolgen, das unverhältnismäßig ist. Und hier hätte Stefan Möller auch noch mehr betonen können, also mehr darauf beharren können, dass jetzt die AfD wegen dem Gedicht angegriffen wird, die SPD aber überhaupt nicht, dass es überhaupt keine Rolle spielt, dass es nie eine Rolle gespielt hat, dass es nur ein Beispiel ist von vielen. Auch für viele Formulierungen. Auch beispielsweise mit Maximilian Krah. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst so einfällt. Macht's gut.